3, 2, 1. Moin, meine tolle Leute, herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. Ah, ja, das war die linke Hand. Hallo, Maulan ist. Nein, ich habe gerade. Eine Armlänge Abstand. Genau, das ist eine Armlänge Abstand von gewissen so. Personen hier. Wir haben ja jetzt, wer die letzten Folgen. Wir haben übrigens exakt eine Stunde und 10 Sekunden aufgenommen. Das ist, möchte ich nur ganz anmerken, mal richtig. Weil wir es können. Richtig. Wir haben einen Schlüssel für das westliche Tor gefunden, aber irgendwie sind die Hunde weg. Oder Truhe oder. Ja, wir haben genau. Hier war ja eine verborgene Truhe. Eine verschlossene Truhe, du behinderter Mensch! Richtig. Magic. Ach Quatsch, ich mach ja auch noch so. Dummer Jocke. Und dann haben die sich gerade die ganze Zeit da unten bekämpft, als wir nach dem Video geguckt haben? Ja. Deswegen wollte ich auch hier, deswegen habe ich mir auch überlegt, lass doch hier lieber Pause machen. So geil. Aber ich weiß nicht, wo der andere ist. Deswegen und damit wir exakt eine Stunde haben. Richtig. Ja, der andere ist tot. Ja, aber wo ist der Fetz? Ach, da ist der Fetzer. Der läuft gegen die Gitter. So, aber für den haben wir ja jetzt unsere Taktik. Jawohl! So, hör mal her für die. Fetti, fetti, fett, fett. Fetti, fetti, fett, fett. Fetti, fetti, fett, fett. Und so weiter. Alter. Über 500 Damage, Alter. Zack, 560. Krasser Shit. Einfach rasiert, den Jungen. Einfach rasiert. So, und hier ist nämlich. Lol, da musst du die Map kurz nachladen. Hier ist die Nur Truhe. Kurz. Hier ist die Truhe. Hä? Dann haben wir wohl einen Schlüssel für irgendwie was anderes bekommen. Da. Westlicher Vorraum. Ein weltlicher schöner Schlüssel. Hä? Hey, sind wir im westlichen Vorraum oder sind wir im östlichen? Geh in die andere Seite weiter, dann werden wir es wissen, weil wir haben doch so einen Durchgang da gekriegt. Ja, aber da sind Gegner, die gehen mir auf den Sack. Ja, aber nein, einfach nur kurz rein und dann wissen wir, welcher Vorraum das ist. Ja. Das ist der östliche, das heißt, wir waren gerade im westlichen. Hä? Okay, I'm pretty confused right now. Les mal nach. Rockthrough Nutte. Jawohl. Mein Pim. Wir lassen den Akku schon wieder halb leer, ne? Die Story müssen wir eben erzählen. Ich hab gestern, musste mir ganz kurz auf Amazon was gucken. Ich mach den Laptop an, steht da, Achtung, Akkustand niedrig, 10%. Keine 2 Sekunden später, Akkustand 7% und nicht mal eine Minute später ist das Ding ausgegangen. Das war, MSI-Qualität. Gamer-Version! Bitte sponsert uns. Ja! Aber warte mal, vielleicht ist die Truhe hier gar nicht gemeint. Wir haben ja noch einen Gang nach oben, wo noch so ein Typi steht. Vielleicht ist da ja auch was. Da steht vor allen Dingen auch, nach dem Sieg über den Tyrann erhaltet ihr den kleinen Schlüssel, ja, ist Klammern, ja. Westlicher Vorraum, mit dem ihr jetzt ein paar bis dato verschlossene Türen öffnet. Ja, guck mal, da ist eine verschlossene Tür. Siehst du mal. Ganz ehrlich, ne? Scheiße. Falscher Skill. Egal. Prängels Power! Britzel! Friss die Power meiner. meiner Sour Cream Onions! Hier zum Beispiel wahrscheinlich. Ah, Schüsse benutzt. Guck mal. Haha, Truhe. Guck mal. Oh. Und noch mehr Schüsselzeugs. Uralte Tafel. Der Questgegenstand. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon zwei. Ja. Und? Oh. List. Und Attributsplitter. Jawohl. Gibt es uns einen ganzen Attributspunkt? Ich meine ja. Erstmal den Thronsitz kaputt machen. Der aus Pappe bestand. Natürlich. Zumindest hat sich das physikalisch so gerade angefühlt. Nein, das ist einfach nur, weil es Mr. Brackett ist. So. Ich habe Schuhe bekommen. Da stand vor allem was von ein paar Türen. Mehrzahl. Jaha. Das heißt, wir können damit noch mehr zuhören. Ich weiß aber, du könntest mal nach diesen scheiß Runen und sowas. Ich habe nämlich nicht mehr keine Ahnung davon. Keine schlechte Idee. Aber kleine versiegelte Runen. Ich bin aber der Meinung, dass wir das bei diesem komischen Schmied in die Waffen irgendwie klabüstern können. Ja. Attributsplitter. Ein enorm mächtiger Splitter. Den Mönche. Hartmönchstab. Ich warte immer noch auf den Moment mit. Verstärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Ach, guck mal. Hier ist noch eine Tür.
Hier sind noch Vasen. Ah, nein! Tür wird von der anderen Seite blockiert. Aha! Aha! Physik, Physik, meine Damen und Herren. Wenn ich ganz kurz präsentieren darf, Tür wird von der anderen Seite. Die Luft dort ist einfach wesentlich dichter als die Luft bei uns. Richtig. Könnt ihr mal bitte googeln gehen, warum das so ist? Okay, dann muss ich doch in den anderen Raum noch, habe ich das Gefühl. Obwohl, was können wir eigentlich mit dem anderen Schlüssel machen? Wir haben ja noch einen gekriegt. Werdet ihr für einen Schmied treffen, der euch anbietet, die kleinen oder großen Runen, ja, die ihr ihm im Laufe des Spiels gebt. Das machen wir mal als erstes, komm. Werdet, zu schmieden, beziehungsweise diese zu identifizieren. So, das machen wir mal als erstes, habe ich das Gefühl. Oh, cool, hier steht, wer meint, das wäre nur ein nettes Gimmick, der täuscht sich gewaltig. Durch große Power-Runen in Rüstungsteilen kann man leicht den erlittenen Schaden halbieren. Jawohl. Gehen wir mal zu Groot. Ah, auf Wiedersehen. Also eigentlich sagt er nur, I am Groot. Glücksrunen in Waffen skalieren meiner Erfahrung weit besser. Das ist Ankulos. Das ist absolut Ankulos. Guck mal, was haben wir? Hohe Glücksrunen. Glücksrunen, Waffen. Achso, hier haben wir die Waffen, die wir... Ja, wunderbar, wir haben keine Waffen. Runen probieren, die eure Magie-Immunität erhöhen. Klingt logisch, oder? Jawohl, komm mal, wollen wir... In unseren Schild, was klatschen wir da rein? Magie finde ich jetzt relativ unnötig, weil wir bisher noch keinen Magie haben. Also nein, wir haben A den Schuss. Nein, aber Blockwiderstand gegen Magie meine ich. Ach so. Ja gut, aber wir kommen vielleicht. Energieverlust durch Block, das könnte man ganz geil machen. Aber ist das nicht schlecht? Wieso? Das ist doch gut. Wenn ich Energie verliere beim Blocken, ist das doch schlecht. Nein, wenn ich dann weniger Energie verliere. Ja, das ist es ja. Ich verliere ja, wenn ich blocke, verliere ich ja Ausdauer. Ja, wenn du dann weniger verlierst, ist es gut. Bin ich bei dir. Ja. Das ist eine feine Sache, gerade für ein Schild. Ja. Wollen wir das vor allem mit plus 7%? Gut, Block schon, das finde ich eigentlich viel besser. Die Frage ist, wie viel wir da reinsetzen können. Ist es nur eine oder das ist, glaube ich, nur eine. Also, das ist aber, glaube ich, sogar besser, dass wir mehr blocken können. Balancebonus. Ja. Ach Quatsch, das ist ja Balancebonus. Quatsch. Aber du hast auch ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr physischen Widerstand und das ist auch nicht verkehrt. Mhm. 6 ist jetzt. Was ist denn unser eigentlicher Wert? Bei Rüstung, also wenn 74 unser Rüstungswert ist und wir 6 dazu kriegen, ist das prozentual eigentlich eine fette Geschichte. Mhm. Wir machen mehr physischen Schaden, mehr Balance bei Blocken und physischer wieder. Ja, dann lass das doch sehen. Ja, hau rein. Ja, können wir nur eine, glaube ich. Da geht noch eine. Okay. Gut, was haben wir denn noch? Ach, guck die mal. Die kann man auch das. Nee. Ja, da wir das Geschoss am meisten benutzen, würde ich auch so, da sagen, dass wir da mehr reinhauen. Aber höhere Giftrune. Okay, ist nur Widerstand. Wenn natürlich. Guck, Gifteffekt. DOT. Damage over time. Ja, genau das dort. Das finde ich halt ganz geil eigentlich, oder? Auf so ein Giftding. Die Frage ist, wie viel Damage over time das ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit das macht. Ich würde sagen, einfach mal YOLO. Ja, eben. Vor allen Dingen, es ist eine höhere Giftrune, also. Ja. So, was haben wir denn noch? Auch ein leerer Sockel drinne. Ich würde sagen, wir pumpen erstmal die ganzen Kraftrune rein. Den haben wir nicht ausgerüstet. Weiß halt auch ein Sockel. Auch ein Sockel. Ey, warum haben wir uns damit erst jetzt beschäftigt? Ohne Scheiß, in unserem Kopf mache ich das gleiche immer wie bei Diablo. Mehr Glück. Immer mehr Glück reinklatschen. Oder als erstes in der Levelphase immer mehr Erfahrung reinklatschen. Und danach immer mehr... Ja, ist schade, dass wir von so einem Mönch sterben. Alter! Wenn die jetzt nicht so scheiße wäre, ne? Die hat zwei Sockel. Wow. Okay, ist das auch so eine DLC-Geschichte gewesen? Nee. Keine davon. Das ist ja die vom ersten. Vom ersten Endboss. Die wir. Weil wir den perfekt besiegt haben oder sowas, war das nicht so? Nee, wenn wir den perfekt besiegt hätten, hätten wir die Waffe in einer besseren Ausführung gekriegt. Ach so. Soweit, nur für sowas sind wir einfach nur zu low. Ja, es wird niemals geschehen, dass wir einen Boss perfekt besiegen. Das schwöre ich euch hier hoch und heilig. Richtig.
finde auch immer so gut, wie Mr. Pringle jetzt einfach sein Helm absetzt. Abnimmt, um mit ihm zu sprechen. Ja, ja. Richtig. Ein höflicher Pringles. Richtig. Ganz ein höflicher. Vor allem, wo lässt er seine Waffen und sein Schild? Erstmal wegwerfen, bräuchte nicht. Amana, Amana, rede mit mir. Amana, Zigarette. Stopp, stopp. Was ist eigentlich mit diesem Attributspunkt Splitter? Kannst du den hier jetzt auch irgendwie einsetzen? Guck ich mir gleich an, Moment. Ein Glück. Welchen Attributpunkt Splitter? Ja, ihr habt noch vorhin diesen komischen, wo du selbst noch gesagt hast, von Mönchen entwickelt, bla und blub. Ach so. Kannst doch auch irgendwie einen Attributpunkt geben. Ach so, den habe ich schon kaputt gemacht. Ach so. Da waren die niedrigen Glücksruhen und eine große drinne. Ah, okay. Warum heißen die dann Attributpunktsplitter? Ich dachte, die geben uns Attributpunkte. Also ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Auf einmal waren die da, ganz ehrlich. Behinderter Junge. Er hat gefailt. Ja, so ungefähr. So, jetzt gehen wir in den lächerlichen Raum, meines Erachtens nach. Boah! Wow. Der hat das tatsächlich geschafft, der Wolf. Schwerter sind für Sterbliche. Doch dieses Schwert, es ist etwas anderes. Hat er gar nicht gecheckt. Wenn ich es nur mit diesen Runen erfülle, dann ist es ein Schwert für Götter. Götter. Mindestens 4. Oh, da wird Hannes. Wow, hat der Ficker Life. Da wird Hannes greedy, hab ich das Gefühl. Oh. Boy. Wie er dir gedodged ist und dann trotzdem aufs Maul gekriegt hat, weil er ein Lappen ist. Richtig, den hat kein Bart. Kein Bart! Verlorene Pike! Oh, weißt du, was das heißt? Vielleicht eine neue Weapon. Richtig. Also Schaden ist heftiger. Ja. Alles klar, das ist keine Waffe für einen Pringle. So viel zum Thema. Guck mal, die hat 2 leere Sockel. Ja, okay, wenn wir halt irgendwie Stärkeanforderungen 12, haben wir das nicht? Ja, haben wir. Nein, aber du musst überlegen, ich dachte, das wäre auch so eine wie der Mönchstab. Ja, natürlich, Hannes. Mann, warum hat der keine Sockel, ey? Das regt mich jetzt schon wieder. 80 mehr Damage ist aber genauso schnell wie der Mönchstab, natürlich. Guck mal, Alter, der Mönchstab hat 77% Blockwiderstand, ja? Sag noch mal, dass diese Waffe scheiße ist! Belästigend, Alter. Belästigend? Belästigend. Es belästigt mich hart. Sexuell. Sexuelle Belästigungspanda. So, aber ich glaube, jetzt haben wir hier echt alles gemacht, was man hier machen kann. Nein, aber noch nicht. Wir haben nämlich noch eine Tür, an die ich gerade nicht rankam. Oh, das ist auch... Item habe ich nicht mitgenommen, scheiße. Okay, ganz ehrlich, weißt du was? Der Typ ist mir so egal! Ja, das ist komisch zu sein. Wenn du von einem anderen auch mal auf die Fräse kriegst. Turbo-Rasur. Oh nein, jetzt hat er sich weggebuggt. Egal. Das ist hart, alles, ne? Ja, egal, das habe ich ja vorhin auch geschaut. Oh. Boy. Oh, je. Oh. Du hast dich nicht geheilt, ne? Oh, hab ich nicht? Hoppla. Dann sollten wir uns jetzt heilen. Oh. So, einer der Nervigen ist weg. So. Zauber ist ready. Ja, deswegen versuche ich gerade wieder in die Mitte zu kommen. So, meine Freunde. Jetzt muss ich warten, bis die beiden hässlich sind. Ungefähr so. Und dann. Der eine backt nämlich schon wieder rum. Aua. So. Oh, hoppla. Oh, scheiße. Es ist so kacke, wenn du den einen nicht im Blickwinkel. Dafür sind die Head Detection von denen halt echt scheiße. Ja. Was sie beim Tyrann vergessen haben, machen sie Aua hier wieder weg. Doppelt und dreifach. Echt. Oh, meine nehmen wir noch. Oh. Egal. Zauber ist jetzt gleich wieder ab. Ich dachte, dass der eine Typ dich prügeln würde und dadurch canceln. Aua. So, jetzt ist der eine tot. Der eine ist jetzt ein Insta. Richtiger Insta-Grammar, Alter. Was macht der denn jetzt für eine Aktion? Zack. Ich weit Abstand genommen, aus Respekt. Vor dem Britzelstab. Der ist voll scheiße.
so. Weißt du noch, was? Warum hatten wir eigentlich damit so krasse Probleme? Ich wollte gerade sagen, warum haben wir uns damals eigentlich so in den Arsch geraped? Warum? Wir sind so dumme Los, ey, das ist der Wahnsinn. Aber der beste Beweis dafür, der Chaos Club kann doch Skill akquirieren. Ja, das hat man alle dadurch gesehen, was Kev bei LoL weggefickt hat, ey. Ja. Ganz ehrlich. Alle außer Hayato. Deine Tür. Scheiße. Verdammt. Aber wo ist diese Tür? Ja, gute Frage. Die von der anderen Seite blockiert wird. Die muss ja irgendwo oben sein. So, was haben wir denn hier? Logischerweise. Wenn wir hier oben hingehen. Aber Orientierungssinn hat Hube nicht. Alter, da ist. Ja, wo? Ich weiß. Das merke ich, wenn wir Resident Evil mal wieder aufnehmen. Das ist so out of nowhere. So, was haben wir denn hier? Ein Energiesplitter. Ey, das. Google mal, was das damit aus sich hat. Ey, ganz ehrlich, ich weiß alles nicht mehr. Hä? Diese scheiß Tür. Bube gesperrt, ich weiß, da wollte ich mich gerade einloggen. Mistiger Wort. Ah. Oh, ich hätte gerade gedacht, ach, guck mal, die haben Item fallen lassen. So. Quatsch. Versiegelte Rune. Na, na. Ah, oh, den habe ich ja voll vergessen. Wie steht's der Möbel, Alter? Energiespritter. Alles klar. Ich weiß auch gerade echt nicht mehr, wohin. Wir haben jetzt hier alles ausgerottet. Mr. Pringles hat einfach durch die Bank weg alles rasiert. Die Energiesplitter sind irgendwann mehr oder weniger zwecklos, da die Energie sich von allein in 1-2 Sekunden wieder voll auflädt, meine keine Aktion ausführt. Ach so. Ich glaube, die Dinger heilen einfach nur quasi wie so ein Trank deine Energie. Ach so, also müssen wir die ganze Zeit gar nicht die Trank. Schön, dass ich das weiß, danke. Hier, da ist nämlich das besagte Video. Hayato besser als Banger. Ja. Hashtag Autoball-Hooligans. Dieser kleine... Nein, was? Gut, Hannes. Ach, guck mal. Ja. Alter, wie die das Leben regenerieren. Alter, da brauchst du ja eine Lupe für. Tatsächlich. Aber es tut es das. Es tut es das. Tut es das. Danke. So, wir machen jetzt nochmal eben die Rune hier bei Groot kaputt. Ah, ein Wiedersehen. Hi. Mein Name ist Groot. Hier. Klack. Eine niedere Feuerrune. Hast verstanden? Mein Hirn ist so gefickt, ne? Ist der Wahnsinn. So, dann füllen wir uns mal wieder komplett auf. Wo ist eigentlich diese blöde Tante? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Ich hab irgendwas von einem Nebenquest mit ihr auch gelesen, aber... Ja, das sind diese Tafeln, die wir finden sollten. Ich dachte, das wäre für die Hauptquest. Nee, das ist für die... Ja, stimmt, jetzt wo du recht hast, sie hat ja gesagt... Wenn du jetzt wo du recht hast. Jetzt wo du recht hast. Sie hat ja gesagt, wenn du sie alle findest, kann sie entziffern. Richtig. Dummer Lappen. Aber wo ist denn... Aber wie kommen wir jetzt weiter und was bringt uns dieser scheiß Schlüssel? Ja, also wir haben jetzt ja nur noch einen Schlüssel. Ne, wir haben gar keinen Schlüssel mehr. Also okay, dann ist er halt auch gebraucht. Richtig. Dann haben sich die Los hier getäuscht und es war nicht für mehrere, sondern für diese eine Tür. Richtig. Ja, vielleicht waren es mal mehrere Türen. Aber Mr. Pringles hat die anderen einfach aufgerissen. Er hat sie angeguckt und sie sind freiwillig aufgegangen. Richtig. Das ist so ein Ding. So ein Porter. Ja. Wie kommen wir da hin? Deswegen, ich wundere mich gerade, wie kommen wir denn da hin? Aber wir haben ja durch die DLCs eine Karte vom Spiel. Stimmt. Wo ist sie eigentlich? Weißt du was? Ich glaube, die ist in Steam irgendwie anders hinterlegt oder so. Man muss die so anklicken. Ja, aber ich will ja nicht mit Map spielen. Ich will ja nur wissen, wie es weitergeht. Dann halt nicht. Ja, du könntest aber googeln, wie es weitergeht. Du Rock-Crew-Nutte. Jetzt gibt es gleich Zuhälter-Shame. Jetzt habe ich ihn gebrickt. Jetzt weiß er nicht, ob er an- oder ausgehen soll. Ja. Aha! Da ist eine Treppe! Ich glaube, du kannst den Laptop wieder zumachen. Ja, lass mal lieber. Ich schlage dich gleich! Ach, guck mal, da ist noch ein Gegner. Wie schön! Du mal Lappen. Ey, auch noch so ein langsamer Faggot, danke. Ja, hast du gerade diese Energiesplitter ausgewählt statt dem Heiltrank? Kann das sein? Ja, hab ich. Sollte ich vielleicht mal eben wieder ändern. Ey, wir haben 4 Stück von denen, ganz ehrlich. So, weiter.
Egal, das, liegt, Alter. Das andere waren halt. Viele haben wir eigentlich schon wieder. Aber es gibt halt auch einfach keine Erfahrung mehr, ne? 80 ist ein Witz. Ja, 1300 haben wir auch noch. Aha, was stand da? Westlicher Forum. Oh. Guck mal. Schauen Sie mal. Aha. Oh, ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Also ich glaube, jetzt machen wir gerade nur Shortcuts auf. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Also. Wir machen jetzt gerade nur Shortcuts auf. Ja. Halt dein Maul, Hannes! Ich erinnere dich nochmal am Anfang, dass diese Porter nur darum... Neuer Was Gegner. Ist er denn? Ein Mage. Wir haben noch keine Magie. Hey, ganz ehrlich. Dummer Lachen. Turbo-Vasur hier aktiviert. Ich werde dir gleich eine ausführliche Anleitung zum Zerstören dieser sehr oh feigen Gott, Gegner geben, die dich zu dicken, fetten Gegnern locken. LOL! Der sah mir mein Life aus. Belastend. Das sind 1300 Seelen. Was für ein und alles ist wieder da. Die sind wichtig, halt. Oh, gar Tyrann? Nicht. Der Fettsack ist nicht mehr da. Ja, der Tyrann ist, glaube ich, wirklich ein einmaliger Gegner. Ja, egal, dann ist der Rest ja pipifax. So, irgendwas von Mages. Warte mal. Oh Gott. Ach, wo kommt er denn her? Man soll gegen die so kämpfen wie gegen diese Bogenschützen-Typen. Wie kämpfe ich gegen die? Naja, locken und so, warte mal. Oh, das ist schon eine Magic Defense. Aha, angeblich braucht man nur einige gut platzierte Nahkampfangriffe und die sterben. Mhm, hab ich gesehen. Die Schwierigkeit ist einfach nah genug ranzukommen, ohne dass die dich mit den Projektilangriffen ficken. Man sollte ausweichen mit Rollen. Ja, ohne Scheiße, die Mages gehen mir jetzt schon auf den Sack. Wenn du gegen mehrere Gegner auf einmal kämpfst, dann beginnen die mit ihrem Life Leech. Hab ich schon allein, das macht er das wohl nicht. Ja, gut. Gut zu wissen. Alter, ey. Dieser Angriff ist sehr, sehr damaging und auch ziemlich langanhaltend. Hab ich gemerkt. Kommst du jetzt mal her, du? Der hat auch so ein Blitzschild um sich herum. Und wenn er den hat, dann machst du gleichzeitig ihm, aber auch dir Damage. Das kann also. Ja, weil dieser Gegner noch nicht fies genug ist, oder was? Mit Kriegern ist es immer wieder sogar so, dass du dich selber one-shottest. Dadurch. Jo. Deswegen warte, bis die Barriere weg ist und dann greif es wieder. Autsch. Hab ich jetzt mal. Ja, natürlich hab ich jetzt gleich wieder. Oh ja, verfickt! Vor allen Dingen der erste, den wir da getroffen haben, ja. Der ist wohl noch so ein bisschen Sonderfall, weil der sich nicht ruhen lässt. Weil er gerade vorhat, dich zu diesem scheiß Rittertypen zu manövrieren. Alter, ey. Boah, geil, aber wir haben da drin nochmal eine neue Bottle. Dann haben wir 5. Nice. Alter, das kann nicht dein Scheiß ernst sein. Akkustand ist niedrig. 10%. Ja, dann mach, schieß mal schnell an, sonst geht er gleich aus. Oh, das war jetzt gerade richtig unkonzentriert, ey. Es tut mir richtig leid für jeden, der das gesehen hat. Das war jetzt so richtig schlecht. Alter, wir hätten 6 Bottles haben können, ne? Hä? Wir hätten 6 Bottles haben können. Alter Maul! Aber ja, immer wieder rum heute gegen so einen Bottle. Hm. Eine Idee. Hier stand sonst auch als Tipp drin, auch wenn die nicht super viel Damage nehmen durch den Handschuh, sollte man den einen speziellen vielleicht mit dem Handschuh niedermetzen. Und wenn das nochmal wieder seinen Projektilen ausweicht.
bist du denn? War der hochgängig schon immer? Ach so, das ist der. Voll verwirrt. Ach, mein Eis ist fast weggeschmolzen. Meins ist weg. Ich wollte eigentlich erst den großen luren. Also den da. Auch eine Möglichkeit. LOL! Ja, gut. Ja, okay, er steht auch mit dem Rücken zu dir, ne? Alter? Hä, das Schwert zeigt zu mir. Der steht, nee, der guckt mich das, an. Das Perspektiven-Ding tut er nicht. Schieß einmal auf ihn, dann wirst du es sehen. Oh boy. Oh, aber Damage over time. Ja, dort. Und gar nicht mal wenig. Mhm. Ja, gut, 8, aber trotzdem. 4. Ich glaube, immer nur 4. Ja, 10 ist halt nicht so meine Stärke, weißt du ja. Erinnerst du dich noch an diesen... Guck mal, das ist eine vernünftige Kampfarena, um gegen so einen Fettsack zu kämpfen. Richtig. Nicht dieser kleine Flur. Da müssen wir auch noch irgendwann hin, ne? Ja, wahrscheinlich, ey. Ach, jetzt. 20 ist ja der Mann. Wow. Britzlin! Hatte ich vor. Aber andersrum gesehen, er macht dir ungefähr so viel Damage wie du ihm. Ja, das ist ganz gut gerade. Also das wird ein langer Kampf. Yep. Ich höre schon die doppelte Geschwindigkeit der Benny Hills Musik. Wow, damn. Ich glaube, das Beste ist wirklich, diese Scheiße zu zünden und versuchen, einen Insta-Kill zu kriegen. Ja. Doch, der zieht was ab. Ich dachte gerade, der Sprung zieht nichts ab. Wow. Komm her, Dickerchen. Belastender Gegner, ey. Das ist, ohne Scheiß, das ist einfach der nervigste Gegner as fuck. Ja, ganz im ganzen Spiel mit Abstand und puh. Egal. Muss halt einfach geduldig sein wie ein junger Yoda. Ja, Yoda. Wow. Yoda war auch mal jung. Glaube ich nicht, Zorn. Ich versuch's erstmal mit dem Dots. Ja. Damage over Time. Chop. Aber sollte er nicht trotzdem irgendwie normalen Damage erst machen und dann Damage overtime? Naja, glaube ich nur Damage overtime. Ah. Andersrum wäre es natürlich schöner, aber. Ja, dann, das habe ich. Das hier ist gedacht. Kein Wunschkonzert. Ja. Naja. Der hat auch so. Ohne Scheiß, der dreht sich nach seinem Angriff auch direkt um. Ja, ja. Wow. Boah. Wow. Hoi, hoi, hoi. Sie kann er. 31. Ja, sicher, sicher. Wenn irgendwie ein Zweier-Hit oder ein Dreier-Hit gemacht hätte, wäre es gut gewesen. Oh, so bitter, ey. Du. Oh. Was hat das jetzt gebracht? Full Life. Irgendwann, vielleicht mal. Alter. Jetzt. Ja, egal, du hast ihn gerade irrsinnig gedrückt. Für unsere Verhältnisse. Ja. Alter, das ist Schild, ne? Ich will es haben. Ja. Benny Hilt, I love you so. Ja, mindestens. Oh. Das ist absolut wie ein Bossfight. Boah, Hannes, komm jetzt nicht auf irgendwelche Spielereien. Ich komm, ey. Keine... Hallo, ich hab noch 3 Flaschen, alles gut. Siehst du? Plop, 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 plop. Leben schrumpft, ey. Es juckt ihn halt nicht. Ne, jucken tut ihn das echt nicht. Jetzt! Guck mal, er dreht sich genauso schnell... Oh, 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 oh.
Ja, Balance. Alles gut. Ja. Der hatte keine Ausdauer mehr. That's what he said. Ohne Scheiß, das ist so ein... Das ist... Erinnerst du dich noch an die letzte Schlacht der F1? Zufallsgegner, die wir aushalten als Bosse? Ja. Bitteschön. Oh. Wotan. Wotan, genau. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Ja. Sehr gut. Sollen wir Damage overteilen? Ein Hieb und dann ist er weg. Halt los. Quatsch. Sehr geil. Das ist so geil. Nerviges Stück Scheiße, ey. Und dafür gibt er so ultra wenig Erfahrung, finde ich. Der hätte 4000 geben können statt 400. Bis du den mal tot hast, ey, da hast du 300 andere Gegner gefahren. Mindestens. Pass auf, der ist wieder da. Das ist also so einer, der immer wieder kommt. Wahrscheinlich. Obwohl, da liegt er noch. Egal. Sein Bruder oder sein Kollege oder sein... Also wie bei den Elfen, die vermehren sich einfach. Richtig. Es gibt noch so, ungefähr 43. Wie macht man diesen Mage jetzt am besten? Entweder Magiehandschuh. Das dauert aber lange, weil er eine ziemlich hohe Magieresistenz hat, der Typ. Ja, wir haben auch... Oder du musst es halt im Nahkampf versuchen, immer dann, wenn er nicht sein komisches Energieschild-Ding hat. Okay. Da ist er. Ja, siehst du, er geht immer extra diesen Weg, um dich hier tot zu lutschen. So, da ist das Schild. Ja. Okay. Ja! Genau, wenn er Live Leech macht, dann außerhalb seiner Sichtweite weiter. Oder? Ist hinter dir nicht auch nochmal ein Gegner? Ja, aber der interessiert mich dann herzlich wenig. Au. Wow. Oh, damn! Wow. Hat der irgendwas am Blitzschild? Nee, hat er nicht. Da, töte! Töte! Jetzt hat er's. Das fängt ja wieder wahrscheinlich an, live zu leechen, deswegen schicke ich Cavalier hier hin. Da, töte! Was ist das noch? Der Damage, Alter. Nein, nicht mehr. Aber er leecht. Sichtweite. Oh, boy! Ah, gut, das hat nicht so viel Schaden mehr. Heilig. Oh Gott. Ja, das hat er halt geone-shottet, ne? Oh Gott, heilig. Hatte ich vor. Boah. Alter, ich wollte es gerade sagen, das ist doch jetzt bitte außerhalb seiner Sichtweite. Auch ein furchtbar nerviger Gegner. Boah! Lel! Oh boy! Da hat er Britzel gemacht! Das stand da nicht! Ich schwör's dir, das hätte ich dir gesagt! Alter, das stand da nicht! Junge, hab ich dich verjagt, Alter! Boah, guck mal! Doppelthorn-Schild, aber warte. Rüstungswert ist natürlich krass, aber alles andere geht halt runter. Hat. Boah, Balance von 16 auf 61, weiß ich nicht, ob das super gefährlich ist. Ich will erst mal gucken, ob wir damit zu fett sind. Ne, zu fett sind wir. Ich würde aber unseres auch erstmal lassen, ne? Ja. Das Kommandantenschild! Korrekt. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass da jetzt eine Rune drin ist. Alter, hat er mich... Boah, ey! Das war gemein! Vielleicht war das so ein spezieller... erster Dicker war. Wahrscheinlich. Zack! Die kann auch fast so britzeln, ne? Was ist denn da im Ausland so ein Sidestep macht? Sterbt! Ihr Wahnsinn! Könnt ihr es Wahnsinn? Du hast nicht genug Kronen um diese. Ah. Ich will aber an diese Truhe ran. Ich will aber, Mama! Ich bin krasses so. Du Ficker. Ich weiß immer noch nicht weiter. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder nur so eine komische Tafel bekommen. Jetzt haben wir 3 von 4. Ja. Ist doch schon mal was. Was? Aber was bringt mir das? Schalter? Hau ihn. Geht wohl nicht. Der Schalter hat hier aufgemacht. Oh, guck mal, da liegt noch ein Item.
Das ist super gut, dass sie nicht despawnen, ne? Ja. Ah, eine versiegelte Rune klein. Brauchen wir für dieses Ding auch Runen? Ich weiß es nicht. Hier steht halt gar nichts. Ja. Also irgendwas in Koronisch oder so. Koronisch? Der Akku war schwach, ich will es aufladen. Ist ja immer noch. Aber vielleicht habe ich noch genug Zeit. Ja, unter einer Minute, ich erinnere dich. Einfach zu schauen. 10%. Was hältst du davon, wenn wir mal was essen? Keine schlechte Idee. Weil du schon eine Pizza hattest, du Fettsack. Ja, und du Instant-Nudeln und Unmengen an Brot. Ich hatte eine Scheibe, du Lappen. Unmengen. Ach, stimmt, wie Unmengen hast du gestern verdient. Das ist korrekt. Ach, guck mal, wie die beiden uns nichts gegeben haben, ne? Das ist absolut richtig. Alter. Ich will jetzt hier aber eigentlich auch nicht ausmachen, weil ich keinen Bock hab, mich hier nochmal komplett durchzufighten, ja, ne? Ruga-Tempel. Wie kommt man denn da oben hin? So, östliche waren wir, westliche waren wir, ewige Flamme waren wir. Dann nochmal die westliche, dann wieder ewige Flamme. Dann das Panorama, da müsstest du jetzt gleich sein. Das Panorama. Ja. So. Spellcaster. Hat wohl. Lassen irgendwas. Ja, irgendwas mit einer Höhle in der Mitte dann. Der Tyrant, den wir schon besiegt haben. Richtig. Wir haben quasi das alles vorher gemacht. Ja. Oh. Oi. Audio Note hatten wir auch schon gefunden. Ja, Unmengen. Das ist Tyrannhart. Oh, 7%. Next page. Heilige Hallen oder sowas. Wow, da kommt bald wieder ein Boss, ne? Naja, wunderbar. Hab ich jetzt schon. Und da wird noch so ein dritter Tyrann kommen. Ja, die Tyrannen sind ja kein Problem. Also ist schon richtig, da wo du dann wieder hingehst, wo die ganzen anderen Ficker waren. Da waren irgendwo noch Wege, die wir halt nicht gefunden hatten, wie auch immer. Kommt irgendwann nochmal so ein dritter Tyrann. Da kommt da so ein Boss-Tyrann. Vielleicht. Aber wir kommen ja dieses. Wir haben immer diese komischen roten Tore gefunden. Diese was? Diese komischen. Diese Tore haben wir immer wieder gefunden. Ja. Aber wir konnten wir nichts machen. Noch nicht wahrscheinlich. Zweifel, dass wir jetzt was damit machen können. Nee. Nicht gesagt, dass es jetzt schon so weit ist, aber. Also mein Stock passt da durch. Ja. Oh. Also das einzige an, wo woran ich mich noch erinnere, wo wir noch nicht waren, ist, dass ich da hinten nicht in dieses olle Loch reingefallen bin. Aber da soll man nicht reinfallen, stand da. Gut. Dann mache ich jetzt noch den noch einmal weg. Dann gehen wir da unten wieder zu dem Speicherpunkt. Ja. Und dann. Oh, lol! Ausdauer, Mama. Aber diese Energy Shards sind wirklich super nutzlos. Es ist ja jetzt schon so, dass wir uns einfach innerhalb von 2 Sekunden voll die Ausdauer wieder haben. Wie viel haben wir eigentlich? 402. Das ist ein Witz. Ist Diablo eigentlich wieder da? Muss ja. Ist eigentlich nicht. Ja, da ist er. Natürlich. Ja, dann machen wir den noch einmal. Haben wir auch eine Taktik hier. Rage? Ja. Mit Rage! Alleine Taktik! Draufklappen wie ein Wahnsinniger! Nennen wir das Taktik?
Wo bin ich? Ja, auf ihm! Okay, okay. Du bist auf ihn raufgeglitscht. Ja, geh weg. Er heilt sich, macht sein Feuerding. Ist doch behindert. Aber da. Au. Aber da war keine Flasche. Was sei? Keine Flasche? Ja, da sollte doch eine Flasche sein. In dem Gang unten. Stimmt, da stand was. Ja, die ist wahrscheinlich da, wo wir nicht reingekommen sind. Achso, na ja, wunderbar. Alter, Hannes. Kein Problem für mich! Boah, Junge, da warst du richtig greedy, ne? Ja, ich hab auch den Skill an. Außerdem ist hier ein Stein. Komm mal runter von deinem Trip. Alter Schwede. So. As always, machen wir hier eine Pause, würde ich sagen. Jawohl. Danke fürs Zuschauen. Wir müssen mal was essen. Haut rein. Bis dann. Ciao.